Und moin Leute, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, hier zu mir auf dem Kanal, natürlich in SnowRunner. Ja Leute, ich habe wieder einen kleinen Auftrag, ich zeige euch den mal eben, und zwar Nachschub für das Sägewerk. Wir müssen liefern 4-mal Ersatzteile, einmal Stahlträger, 2-mal Kraftstoff, einmal kleine Rohre. Das Ganze hier auf der Map Bergfluss, also auf der zweiten Karte in Alaska. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal ganz oben an. Ersatzteile. Dafür habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier den BM-17 mit dem Auflieger. Ich habe mir extra den Auflieger gegönnt. Oh, wir müssen noch ein Stück vorfahren. Oh. So, wir haben extra den Auflieger gegönnt, weil der hat eine schöne Lenkachse hinten mit. So, also Ersatzteile 4 Stück brauchen wir. Moment, ich gucke nochmal nach. Ersatzteile 4-mal, ja, ist richtig. Gut, also auf den Auflieger natürlich. 1, 2, 3, 4. Mehr passt noch gar nicht drauf. Sieht ganz hübsch aus. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Ich guck mal noch mal eben schnell auf die Map. Ja. Links raus, nächste rechts. Müsste eigentlich passen. So, wie gesagt, der Auflieger lenkt mit. So, das seht ihr dann jetzt auch, ne? Also ein bisschen lenkt er zumindest mit. Wenn auch nicht viel. Aber ein bisschen. So, das Ganze umfahren wir hier. Müssen natürlich lang umfahren. Nicht, dass mit der Auflieger hinten reinrutscht. So, und dann müssen wir hier, glaube ich, auch schon runter. Ja, korrekt. Hier müssen wir runter. Genau. Hier die Pipeline hatten wir ja schon mal repariert, da hatten wir auch schon einen Auftrag. Hier mal Ersatzteile fürs Sägewerk. Kenne ich so einen Spruch, 5 Bier für Sägewerk. Und da ist dann so ein Typ und hält 2 Finger hoch. Weil die anderen hat er sich abgesägt. Ist zwar ein bisschen makaber, aber... Als ich das erste Mal als Teenager... hat das einer so vorgemacht. Und ja... Ich fand es recht witzig. Und dann hatte mein einer Onkel das auch mal nachgemacht. Und dem fehlte tatsächlich ein Finger. Tatsächlich durch eine Säge. Da wusste ich erst nicht, ob ich lachen sollte. Aber als er herzhaft gelacht hat, war alles in Ordnung. So Leute. Erste Lieferung ist da. Ich würde sagen, das war easy. Herrlich. Das war Nummer 1. So, jetzt will ich nochmal eben schnell schauen. Haben wir... Ja, genau. An der Fabrik haben wir auch einen Anhänger Shop.
Haben wir den da unten auch? Ne, am Wartungszentrum haben wir keinen. Ich habe vorhin mal die Aufträge durchgeguckt. Dabei ist mir aufgefallen, wir haben noch so. Oh Gott. Profi, ne? Der Profi fährt wieder, Leute. Nicht. Wir haben in der ersten Map Nordhafen haben noch zwei knifflige Aufträge. Ich denke, die werden wir beim nächsten Mal machen. So, da haben wir die vier Ersatzteile schon mal abgegeben. Das war ja easy, ne? Ja, das war ja nun wirklich kein Hexenwerk, also. So, und dann gehen wir jetzt hier erst einmal den. Den Auflieger wieder ab und dann stellen wir den BM-17 hier erstmal an die Seite. So, zack. Stahlträger müssen wir jetzt liefern, beziehungsweise ein kleines Rohr. Kleines Rohr. Ja. Weh, da kommt einer auf irgendwelche Ideen jetzt. So, da habe ich hier schon mal was vorbereitet. Ihr wisst ja, ich liebe das, wenn man gewisse Dinge einfach auf vorbereitet, ja. Aber das war auch rein zufällig. So, Stahlträger holen wir gleich noch. Jetzt laden wir erstmal die Rohre auf. Auf den Truck, genau. Und dann geht das los. Der Tankauflieger, den ich jetzt hinten dran habe, der war schon hier. Den nehme ich jetzt mit. Weil den brauchen wir hier im Moment nicht. Ja, ich schlage also jetzt im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ich hätte jetzt hier links fahren können. Quer durchs Unterholz. Machen wir das aber ein bisschen einfacher. Von wegen, kommt hier kaum hoch. Durch den schweren Tank. Anhänger. Aber wir haben genug Grip. Easy. Genau, hier ist nämlich die Tankstelle. Und dann müssen wir hier rein. Wir geben jetzt den Tankauflieger ab, den wir im Moment nicht mehr brauchen. Und dann werdet ihr gleich sehen, was ich noch vorhabe.
So. Den. Genau, den gehen wir jetzt ab. Und holen uns. Da. Den Pritschen-Anhänger wieder. Genau. Und dann fahren wir. Easy. Oh, die Kamera, ne? I hate it. Wenn die Gebäude so nah ran sind, dann will die Kamera nicht. So wie ich das will. So. Und dann können wir nämlich noch Stahlträger mitnehmen. Und zwar einmal brauchen wir das. Hinten auf dem Anhänger. Okay. Wenn ihr seht, einmal kleine Rohre, einmal Stahlträger. Alles klar. Gut. So. Müssen wir hier nur irgendwie gucken, dass wir genug Platz haben zum Drehen. Drehschimmel fahren ist manchmal echt nicht mein Ding. Da muss man echt Muße zu haben und Lust und Geduld und Zeit und wie auch immer. So, dann geht's wieder Richtung Sägewerk oder Sägemühle. Herrlich. So, dann können wir das einmal abladen. Dann können wir das einmal abladen. Und dann haben wir jetzt offen nur noch den Kraftstoff. Easy, oder? Sehe ich auch so. Und den Kraftstoff. Den holen wir uns jetzt mit dem Fleetstar. Wir sind nämlich schon an der Tankstelle. Und bin hier ganz entspannt. Müssen wir eigentlich schon drinnen stehen, ne? Genau. Kraftstoff beladen, und zwar nicht für die Laderampe, sondern auf den Truck, und das Ganze zweimal. So, und dann haben wir, oh, oh, oh. Ach, du ahnst es nicht, habt ihr das gesehen? Oh, das war aber nicht gut. Naja, den kriegen wir gleich wieder repariert, kein Thema. Ja.
Oh Mann. Einmal gegen diese Betonwand. Bumm. Und schon das halbe Auto kaputt. Obwohl das ja eigentlich ein schöner alter Truck ist. Der müsste mehr abkönnen. Gut. Mal so, ne? So, und zweimal Kraftstoff. Jiha. Ganz nice. Haben wir den Auftrag nämlich auch erledigt. Das freut mich sowas. Also ich finde sowas ja immer mega, wenn man gewisse Aufträge einfach easy abschließen kann. Natürlich halte ich hier auch eine Menge Material vor, indem ich viele Fahrzeuge jetzt hier auf der Map im Einsatz habe. Aber so spare ich mir natürlich auch jede Menge Fahrwege. Und letzten Endes, Kraftstoff ist ja auch ein gewisser Mangel, ne? Oh, ich dachte, wir können den hier reparieren, den LKW, aber dem ist nicht so. Das ist schade. Ich dachte, hier wäre so ein Reparaturzeichen. Okay, das ist nicht schlimm. Das haben wir aber hier oben am Logistikzentrum. Da haben wir dieses Reparaturzeichen. Da können wir mit dem LKW ranfahren und reparieren. Wobei das hier doch auch ist. Hier ist auch ein Reparaturzeichen. Guck mal, Leute. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Okay, warum auch immer, will er nicht. Gut, aber das soll es auch schon gewesen sein für diese Folge. Ich sage schönen Dank fürs Zusehen und schaltet wieder ein, wenn es heißt SnowRunner. Nächste Folge, nächster Auftrag. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support bisher. Ihr seid die Besten. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ich bin für heute raus, euer Don. Ciao. Ciao.